Ja, hallo, guten Morgen, Ursula. Hallo Dorothee, schönen guten Morgen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir heute mal ja eine ganz spontane Sache machen. Das war so eine Idee von uns beiden zusammen, weil wir beide solche Bücherwürmer sind, weil wir beide festgestellt haben, dass wir beide Enneagrammtyp 5 sind. Wobei ich auch noch eine starke Tendenz zu 4 habe. Und genau, die Ursula und ich haben uns vor ein paar Monaten kennengelernt. Da habe ich sie interviewt. Hört euch auch gerne mal das Interview an. Und die Ursula, die ist ebenfalls Gesundheitscoach und ja, genau wie ich, auch spezialisiert auf Menschen mit chronischen Erkrankungen, aber vor allem auch spezialisiert auf Menschen mit CFS und Fibromyalgie. Und Ursula ist ausgebildet bei Ashok Gupta und Veit Lindau. Genau. Ja, und wir haben uns, als du das letzte Mal bei mir warst, haben wir uns total ausgetauscht über Bücher. Da konnten wir gar nicht mehr aufhören, darüber zu sprechen. Und ich bin total begeistert, jemanden kennenzulernen, der auch die Liebe für Bücher so nachempfinden kann. Und dann haben wir uns auch gegenseitig mal direkt Tipps gegeben und uns gegenseitig ausgetauscht und auch sofort beide auf Amazon gegangen und ordentlich bestellt. Ja. Ja, und ich dachte einfach, ich habe jetzt hier so einen Stapel Bücher vor mir stehen und ich glaube, du bist da genauso, dass du auch mal parallel mehrere Sachen gleichzeitig liest. Ja. Ja, mir ist aufgefallen, es ist bei mir überhaupt kein Ernährungsbuch dabei, aber es geht immer irgendwie um Psychologie oder Gesundheit oder Persönlichkeitsentwicklung. Wie viele Bücher hast du jetzt bei dir stehen? Also ich habe jetzt hier in erster Linie mal drei. Davon ist eines ein Ernährungsthema und die anderen zwei sind andere allgemeines. Ja, ich würde sagen, ja, soll ich einfach mal mit einem anfangen und dann Ja, gucken gerne. wir, was sich so ergibt? Okay, also. Dann bin ich gespannt, was du uns ausgesucht hast. Ja, ich habe als erstes jetzt mal einfach ein Buch mitgebracht. Das habe ich zugeschickt bekommen von dem Verlag zum Testlesen, zum Rezensieren. Toll. Now Yoga für die Seele, für dunkle Tage. Und das zielt darauf ab, also die Autorin ist Caro Wagner und das ist extra dafür geschrieben für depressive Zeiten, auch für Erschöpfung, weil die Autorin selbst ja eine Zeit der Depression, der Erschöpfung gefallen ist. Und sie hat dann, also sie schreibt erst so ihren Weg auch und ja, geht das natürlich auch sehr spirituell an, das ist das eben, das ist ja auch so unser Ansatz, dass Krankheit jetzt nicht nur unbedingt was Negatives ist, sondern dass es auch helfen kann, uns als Persönlichkeit wachsen zu lassen. Und ja, hier sowas wie Lebenseinstellung, da geht sie auch drauf ein und dann hat sie halt so verschiedene Yoga-Flows. Also viel auch hier aus dem Yin-Yoga, dem Restorative Yoga. Also mir gefallen die Bilder sehr gut. Da hat sie so ein paar Yoga-Sequenzen. Schön, ja. Das ist hilfreich. Das kann man sich hinlegen, so neben die Matte und dann ein Blick genügt. Dann hat man eine Gedächtnisstütze, was als nächstes kommen darf, ne? Genau, ja, und ich finde das halt auch schön, weil es gibt ja auch viele Yoga-Bücher, wo es dann eher so um, wie kann ich meinen Körper gut tonen und stretchen geht, aber das ist halt wirklich sehr tiefgehend. Also da geht es wirklich einzig und allein darum, dass es einem gut geht. Und da hat sie auch ein paar Meditationen, die hat sie auch vertont auf YouTube. Ah ja, super. Und auch noch so andere Tipps. Also alles Mögliche auch dann. Was ist das? Der Baum des Lebens?
Ja, also geht es darum, dass die Natur auch sehr heilsam ist. Ah ja. Und ja, Thema Selbstliebe, dass man, das ist es ja, dass man, wenn man krank ist, dann, dass man dann oft dann auch selbst sein Feind wird und sich dann selbst noch in den Hintern tritt, wo man eigentlich sich selbst als Verbündeten bräuchte in so einem Moment. Ganz wichtiges Thema, ja. Ja, ja, und hier Tagebuch führen mit der Ernährung, da geht sie auch drauf ein. Ich meine, gut, das ist immer, Ernährung ist halt dann doch sehr, sehr individuell. Also die Ernährung, die sie dann beschreibt, die würde mir jetzt nicht unbedingt helfen bei Depressionen, weil ich da mit Entzündung drauf reagieren würde. Aber ja. Oder auch hier Musik, heilsame Musik und ja. Also ich muss sagen, das mit den Links, das hätte ich jetzt ein bisschen anders gemacht, mit den YouTube-Links. Hätte man vielleicht das auch noch mit so einem QR-Code machen können, einfach zum Abscannen. Das wäre ein bisschen komfortabler gewesen. Ja. Yeah. Aber es sind schön gemacht, die Meditation online. Also, CD beilegen, so ein Buch, das ist wohl schon wieder out. Ja? Das ist schon wieder veraltet. Ja, ja, stimmt. Das gibt es ja auch dann teilweise. Aber jetzt ist es alles nur noch mit Links. Aber dann ist ja auch die Gefahr, dass die sich dann irgendwann ändern. Aber ich finde das immer gut, dann, wenn man so ein Buch und einen Blog dann auch direkt verbindet zum Beispiel. Ja. Ja, dann magst du vielleicht als nächstes einfach weitermachen, Ursula. Ja, gerne. Also ich möchte jetzt gerade mal dieses das Ernährungsthema als erstes ranholen. Und zwar, wir haben ja, also viele von uns kriegen Schwierigkeiten mit dem Weizen, mit dem Gluten oder eventuell auch mit dem Milcheiweiß. Und es sind ja immer mehr Leute, die sowohl die Milchprodukte als auch glutenhaltige Getreide meiden oder meiden müssen oder glauben, meiden zu müssen. Da gibt es ja zum Beispiel dieses Buch, was sogar ein Spiegel-Bestseller ist, was ja ziemlich bekannt ist, was also uns klar machen soll, wie Brot und insbesondere der Weizen das Gehirn schädigt und dass man den also nicht essen soll. Und dann habe ich doch ziemlich gestaunt, als ich dann das Buch hier sah, als mir das begegnete. Das ist ja nun wirklich das glatte Gegenteil. Esst Weizen. Der erste Gedanke ist, ja, das ist jetzt irgendwie so ein Aufreißer, der will auf sich aufmerksam machen, weil das andere Buch so bekannt ist, er behauptet jetzt einfach mal das Gegenteil. Ne? Und ich gebe zu, dass er mit dieser Strategie mich auch ein bisschen eingefangen hat, mich neugierig gemacht hat, wie kann es denn sowas geben und was wagt er sich, sowas zu schreiben. Ne? Weil es auch, ja, zum einen, weil es natürlich in meinen Bereich fällt als Gesundheitsberaterin, aber auch, ich habe selbst jetzt seit 2-3 Jahren entdeckt, dass ich auch eine Empfindlichkeit gegen Weizen bekommen habe, die ich früher nicht hatte. Hatte das Thema also auch einen aktuellen Bezug zu mir selbst und das hat mich natürlich doppelt neugierig gemacht, also habe ich mir das Buch geschafft und siehe da, ich stelle fest, ich weiß nicht, der Titel ist, klingt zwar reißerisch, aber irgendwie ist er auch ungeschickt gewählt. Denn das Buch ist viel mehr als jetzt ein Anti-Buch zu dem anderen. Ah ja, okay, ja, habe ich mir schon irgendwie gedacht, sowas. Also dieser Autor, dieser Dr. John Duyard, ist ein Amerikaner, der aber mindestens 5 Jahre in Indien war und also erstens mal ist er natürlich normaler Mediziner und dann war er in Indien und hat wirklich ayurvedische Medizin studiert und ist heute der Leiter einer Ayurveda-Klinik in Boulder, Colorado oder irgend sowas. Ach ja, ach, da ist auch mein Institute for the Psychology of Eating. Ja. Ach ja. Das ist so ein Gesundheitszentrum irgendwie. Dann kennen die sich vermutlich. Ja, und seine Botschaft ist, wenn du merkst, dass du Schwierigkeiten mit der Verdauung hast von Weizenprodukten, von Milchprodukten, dann ist es sicherlich eine sinnvolle Erste-Hilfemaßnahme, den Körper damit erstmal davon zu entlasten und diese Dinge erstmal aus dem Speiseplan weitestgehend rauszunehmen. Das ist eine Erste-Hilfemaßnahme. Nur während weitgehend auch die Ärzte dann raten oder wir überall den Rat kriegen, ja, du musst das jetzt meiden und du musst das jetzt für immer meiden,
sagt er, das ist wiederum keine gute Idee. Denn er sagt, da steckt medizinisch was dahinter, dass wir diese Sachen nicht mehr vertragen. Dass irgendwie, weil es ja häufig sind wir ja Menschen, die früher das problemlos essen konnten. Und auf einmal stellt sich so ein Problem ein. Ja, total. Und da steckt dahinter, dass ja, unsere Verdauungskraft nachgelassen hat. Dass irgendwelche Enzyme, die wir früher in ausreichender Zahl produziert haben, jetzt nicht mehr so produziert werden und der Magen das Zeug deswegen nicht entsprechend aufschlüsseln kann, der Dünndarm auch nicht, und dass das dann halbwegs unverdaut und unaufgespalten weiter durch den Darm geht und der Darm sagt, ja, mit der Ware kann ich nichts anfangen, da bin ich nicht zuständig, und dann auf Durchfall schaltet, um das Ganze so schnell wie möglich wieder rauszukriegen. Ja, ja. Und sein Vorschlag ist also, sich mal drum zu kümmern, dass man dieses Defizit an Verdauungskraft, was sich da irgendwie eingeschlichen hat, dass man das wieder heilt. Und als Ayurveda-Arzt hat er da Ideen und Mittel, die die Schulmedizin so vermutlich nicht kennt und nicht hat. Und wie gesagt, da ich selber von dem Problem auch leicht betroffen bin, habe ich also für mich beschlossen, dass ich das Buch ein zweites Mal lese. Und dass ich das auf mich anwende und dass ich die Erfahrung machen will, ob ich meine Empfindlichkeit gegen Gluten damit möglicherweise überwinden kann. Und ja, ich würde dann gerne, also ich mache das Experiment mit mir selber und ich würde irgendwann gerne über die Resultate berichten. Ja, also da musst du auf jeden Fall dann mal erzählen, was du dann genau gemacht hast und was sich da bei dir dann ergeben hat. Ja, und was ich auch an dem Buch sehr gut finde, das ist, dass er den Faktor Stress und den Faktor unseres unbewussten Geistes, der dann auch eine Rolle mitspielt, ja. Dass er diesen Faktor, es ist nicht ein reines Ernährungsbuch und geht nicht rein darum, wie kann ich jetzt meine Enzymproduktion wieder ankurbeln, sondern er lässt also auch nicht unerwähnt, dass die Tatsache, wie wir mit Stress umgehen und was wir überhaupt für Stress in unserem Leben haben, in dieser ganzen Rechnung ein ordentlicher Faktor sein kann. Das heißt, die Arbeit, die ich ja hauptsächlich mache, nämlich Coach für das Gupta-Programm zu sein, finde ich in diesem Kapitel durchaus wieder. Das könnte man da gerade so einfügen. Ja, unser Magen-Darm ist echt eines der ersten Organe, das vom vegetativen Nervensystem angesprochen wird und dann empfindlich reagiert. Das sehe ich auch bei meinen Klienten, dass dann hier Gluten, das so eines der ersten Dinge ist, das dann rausfällt. Und dann wird es, wenn man dann nicht was macht rechtzeitig, dann wird es halt einfach nur immer, kann es immer schlimmer und schlimmer werden mit den Unverträglichkeiten. Ja, ganz genau. Das ist nämlich auch das Hauptargument, weshalb er sagt, Leute, Vermeidung kann eine erste Nothilfemaßnahme sein, aber bitte bleibt nicht bei der Vermeidung stehen, weil da können, wie du gerade richtig sagst, da können mehr Sachen unverträglich werden, dann fangen wir die an auch noch zu vermeiden und irgendwann stehen wir da und können nur noch drei Sachen essen. Ja. Und solche Menschen gibt es tatsächlich und die gibt es unter meinen Klienten und denen darf ich dann versuchen zu helfen, dass diesen Prozess wieder umzukehren. Ja. Und insofern ist es für mich wirklich ein sehr wertvolles und umfassendes Buch und sehr, sehr viel mehr als dieser allererste Eindruck einer Protestschrift. Ne? Ja, bei den Amerikanern, denen ihr Weizen ist ja auch noch viel schlimmer als unsere, also die vertragen ja oft sogar dann noch den europäischen, weil der ihre dann noch genmanipuliert ist. Ja. Aha. Aber es gibt ja dann auch Europäer, die dann auch den eigentlich, wo andere sagen, euer Weizen ist voll gut, aber wir fangen ja auch an unseren Weizen nicht mehr zu vertragen, weil im Inneren halt so ein Feuer brennt, so ein, was den Körper in Aufruhr bringt und dann auch die Gefahr birgt, dass man immer und immer empfindlicher wird. Ja, viele schwören ja auf den Dinkel als Alternative und sagen, der ist viel besser, der ist nicht so hochgezüchtet und der ist viel besser verträglich. Aber da habe ich jetzt auch in einer Fernsehsendung, die sich auch mit diesem Thema beschäftigte, gehört, der Dinkel hat dafür wieder andere Proteine, die möglicherweise schwierig aufzuspalten sind. Ich habe eine Freundin, die kann Weizen problemlos essen, aber die rennt vor Dinkel weg. Ja, also ich habe auch das Gefühl, ich vertrage Weizen besser. Also allgemein Vollkorn ist reizender für den Darm.
Vollkorn, also Dinge kriegt man dann den meisten nur als Vollkorn, so im irgendwelches ja. Bio-Gebäck. Stimmt, aber ja. Dinkel hat wohl auch mehr von diesen Proteinen, der glutenähnlichen Protein. Ja, also auch das haben sie in dieser Fernsehsendung, das war irgendwie vom Norddeutschen Rundfunk mal was, die haben das offenbar recht gründlich recherchiert und haben gesagt, ja, der eine reagiert halt hierauf empfindlich und der andere auf was anderes. Ja. Also ja. Nicht wundern, ne? Das ist es halt leider. Es wird halt dann, man denkt dann, man hat sich informiert und dann wird es am Ende dann doch noch komplexer. Gerade bei der Ernährung ist das. Ja, echt also ich habe wirklich vor, jetzt in den kommenden Wochen das ein zweites Mal zu lesen und mir wirklich das rauszuschreiben, was jetzt hier Anweisungen für mich ist und das auch wirklich zu machen und zu gucken, was passiert. Ja, okay, genau, dann erzähl einfach mal und wie es dann sich ergeben hat, auf jeden Fall, also auch was jetzt so, bin ich mal gespannt, dann mit Ayurveda habe ich mich jetzt noch eher so am Rande beschäftigt, aber musst du auf jeden Fall mal dann sagen, wie das auch für dich funktioniert hat. Ja, mache ich gerne. Fangen wir mal mit was, machen wir mal mit was ganz anderem weiter. Also du hast mir dieses Buch kürzlich geschenkt, aber ich habe es noch nicht geschafft, reinzugucken. Ja. Aber ich bin sehr, sehr gespannt und du hattest es schon gelesen, richtig? Ja, ich habe es schon gelesen und ich habe es hier. Ja, erzähl doch mal was. Ich würde auch gerne was dazu sagen, aber jetzt bist erst du mal wieder dran. Ja, genau. Doch, erzähl mal, was dich dazu bewogen hat, das mir zu schenken. Und der Autor, der ist auch Neurobiologe, sehe ich gerade, genau. Ja. Erzähl einfach mal was dazu. Ja, also Gerald Hüther ist erstmal Biologe und sein Hauptinteresse war, hat er irgendwo erzählt, schon als junger Mann, sein Interesse galt, das Gehirn zu verstehen. Also hat er angefangen, Biologie studiert, hat sich dann auf Neurobiologie und Gehirnneurobiologie spezialisiert und ist Professor in, oder ist oder war Professor in Göttingen. Und obwohl von Ursprung, also jetzt wirklich Vollblut-Naturwissenschaftler, ist er dann als Hirnforscher auch nicht dabei stehen geblieben, jetzt die biologische Hirnfunktion zu untersuchen, sondern er geht weiter und stellt sich die Fragen, was hat das für Auswirkungen auf das Leben von jedem Einzelnen von uns und auch auf die gesamte Gesellschaft. Mhm. Da wagt er sich dann wirklich auf fremdes Gebiet, nämlich eigentlich in die Geisteswissenschaften. Aber das ist ja so wichtig, das zu verknüpfen und nicht in der Theorie zu bleiben, sondern wirklich zu gucken, wie kann man den Menschen damit auch helfen, ganz praktisch. Ja. Veit Lindau hat übrigens den Kontakt zu Gerald Hüther gesucht, hat erst mal eine Weile gebraucht, bis also so ein Professor dann einen wie Veit Lindau vorgelassen und empfangen hat, aber die beiden haben dann festgestellt, dass sie nicht viel zu sagen hatten. Und Gerald Hüther wurde bei Veit Lindau auch eingeladen und dort habe ich also auch das Vergnügen gehabt, einmal auf einem Workshop Gerald Hüther auch persönlich zu treffen. Mhm. Ah, okay. Ja, also ich habe schon mal Worte mit ihm gewechselt selber. Also eine Haupterkenntnis, die er gefunden hat, die jetzt schon über die reine Hirnforschung etwas hinausgeht, ist, dass also ein Hauptproblem unter uns Menschen ist, dass es sich absolut eingebürgert hat, dass wir einander nicht als gleichwertige andere Menschen respektieren, sondern eigentlich zu Objekten machen. Und ganz besonders verheerend wirkt sich das aus, im Verhältnis zu einem Neugeborenen, einem Menschen, der neu auf die Welt kommt, zu einem Kind, sowohl Eltern als auch die Schule gehen mit Kindern um, sie zu formen, damit sie in unsere Vorstellungen reinpassen, damit sie in unser Schema passen, dass sie unsere Erwartungen erfüllen, anstatt diesen neuen Menschen einfach nur, willkommen zu heißen und ihm einfach zu helfen und auch in der Schule ihm einfach Fertigkeiten und Fähigkeiten beizubringen, ihm zu helfen, sich zu entwickeln, stülpen wir dem Menschen was über,
und machen ihn damit zum Objekt unserer Wünsche. Ja. Und er sagt, jeder Mensch wird mit einem Empfinden für Würde geboren, aber genau durch dieses Erfahren, dieses jahrelange behandelt werden als ein Objekt der Großen, verlieren wir unser Empfinden für unsere eigene Würde. Mhm. Und wenn wir das verloren haben, dann, und da steckt durchaus eine perfide Absicht dahinter, dann werden wir bereit, alles Mögliche zu machen, um den anderen zu gefallen. Und dann werden wir bereit, irgendwelche erniedrigenden Jobs eigentlich in erniedrigenden Arbeitsverhältnissen anzunehmen und auszuführen. Und wie viele Menschen sind nicht Tag für Tag über ihren Job unglücklich, aber sie gehen trotzdem wieder hin. Ja. Anstatt, die Notwendigkeit, Geld zu verdienen, die steht dann über allem, anstatt dass wir wirklich in großer Zahl den Aufstand proben und die Verhältnisse ändern. Ja, das heißt ja auch, wenn du, irgendwie gibt es auch einen Spruch, wenn du nicht selbst, du musst unbedingt einen Plan, sieh zu, dass du auch einen Plan für dein Leben machst, weil du kannst davon ausgehen, dass der andere, dein Gegenüber, da keine Rolle für dich vorsieht, sondern dass du einfach nur nur eine kleine Rolle dann eben in seinem Stück. Genau. Dann, wenn du selber keinen Plan hast, dann wirst du in den Plan eines anderen eingefügt. Ne? Ja, das ist ja auch das, gerade bei den Menschen mit chronischen Erkrankungen, denen sieht man das ja oft, das ist ja dann gerade, was dann dazu führt eben, dass sie ja so ausgenutzt wurden oder sich selbst nicht geschätzt haben. Ja. Das ist wirklich in letzter Konsequenz ist das krankmachend, was da passiert. Ja. Ne? Das ist so tief, das glaubt man gar nicht, was das für Auswirkungen nimmt. Ja, ein wundervolles Zitat hat er da drin, oder einfach, er weist uns darauf hin, unser Wort Schule stammt ab von einem griechischen Wort, Scholi. Das ist von der Wortwurzel, ist es ganz klar, unser Wort Schule kommt von griechisch Scholi, aber Scholi heißt im Griechischen, im Altgriechischen nicht Schule, sondern heißt Muße. Ach. Einer, der zur Schule ging, der hatte die Muße, was für sich zu tun, sich zu entwickeln. Im Gegensatz zu einer, der nicht in die Schule gehen durfte, der vielleicht frühzeitig schon auf dem Feld arbeiten musste. Ja, das ist ein Entfaltungs-, so ein Raum, wo man sich ausprobieren und entfalten und sich selbst finden kann, würde ich da jetzt unter verstehen. Ja. Und das macht doch sofort schlagartig klar, was in unserem Erziehungs- und Schulsystem verkehrt ist. Ne? Ja, also ich habe wirklich letztens auch mal drüber gelesen, über was für Möglichkeiten es gibt für Homeschooling, weil das ist echt auch so ein Thema. Also ich würde mein Kind nicht auf meine Schule schicken. Ja. Und ich meine, keiner findet das gut, aber es wird sich alles wahrscheinlich auch wieder nur im Schneckentempo ändern. Ja, oder es ist eine Frage von auch Geld. Ne? Es gibt ein paar Ausnahmeschulen, aber das sind halt privat organisierte Schulen, die einfach auch eine Menge Geld einsammeln müssen, sonst können sie nicht funktionieren. Ne? Ja, also gerade Schule ist wirklich so oft auch so ein Traumapunkt so in der Krankengeschichte von den Menschen. Ja. Und was ich spannend finde, ist, Gerald Hüther hat also selbst angeregt, dass örtlich sich Gruppen zusammenfinden von Menschen, die sein Buch gelesen haben und die, also Ortsgruppen praktisch, denen hat er den Namen, also die Initiative nennt sich Würdekompass. Und ich habe also davon erfahren, ich glaube sogar über Meetup, dass in Darmstadt sich eine Würdekompass-Gruppe dabei ist zu formieren. Da habe ich mich angemeldet, da ist jetzt irgendwann im Laufe des April ist da ein erstes Treffen. Und der Initiator von dieser Gruppe in Darmstadt ist einer, der in der Industrie arbeitet und der sich dafür stark machen will, dass am Arbeitsplatz Würde
eine größere Rolle spielen muss. Ja, ja gerade so in so Großraumbüros, das ist eher, denkt man, eher Legehennen oder als. Ja, ja. Ja, spielt sich ja schon. Da bin ich sehr gespannt drauf, was das wird in einer Gruppe, die also jetzt wirklich versucht, was zu unternehmen, damit diese Erkenntnis umgesetzt wird. Ja, ach, also klingt interessant. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, wann das ist. Vielleicht komme ich einfach mal mit. Ich kann dir über Meetup eine Einladung schicken zu der Veranstaltung. Ja, ich hab noch gar keinen Account da, aber es sind vielleicht mal. Melde dich einfach mal an, das kostet nichts. Ja. Ja. Mir ist gestern aufgefallen, hast du selbst auch schon mal über Buchcover nachgedacht? Weil manche Cover, die sprechen einen ja mehr an und manche weniger. Und ich habe gestern mal so einen Blücher-Test gemacht und festgestellt, dass ich ein Problem mit der Farbe Gelb habe. Oh. Damit ich jetzt mich mehr auseinandersetzen möchte. Aber das hat echt was alles musste auswirken. Aber gerade Gerst Gelb, das steht auch so für so sich öffnen und entfalten und sich irgendwie weit werden, das ist vielleicht bewusst gewählt. Ich meine, du als Künstlerin bist da für das Thema natürlich mehr vorbereitet. Mir kam der Gedanke noch nicht mehr über das Cover des Buches Gedanken zu machen. Das kam auch so ganz spontan irgendwie. Das läuft vieles so unterbewusst ab. Ich auf jeden Fall liegt schon auf meiner, meinem Abarbeitungsstapel das Buch. Ich kann dazu sagen, also er hat sich da, weil er sich als Naturwissenschaftler für das Thema selbst auch ein bisschen zu klein fühlte, hat er sich einen Co-Autor gesucht, einen Geisteswissenschaftler. Und sie arbeiten zusammen die Geschichte des Begriffes Würde auch auf, so durch die Jahrhunderte. Ne? Das finde ich auch mal spannend. Das ist spannend, aber dann zum Teil ist es vielleicht auch ein bisschen länglich, was sie da schildern. Und ich möchte das nur sagen, dass das richtig Spannende, wo er dann wirklich zur Sache und zum Thema kommt, über die Relevanz für jeden Einzelnen von uns von diesem Begriff Würde, das ist erst so im hinteren Drittel des Buches. Also bitte nicht vorher beiseite legen. Okay, alles klar. Aber genau, wo wir gerade bei Naturwissenschaften sind, also die Ursula, die ist Physikerin und ich bin Biologin und wir haben auch beide noch einen künstlerischen, handwerklichen Hintergrund. Und deswegen hatten wir uns dann ausgetauscht. Also ich hatte mir das Buch gekauft. Es geht um Quantenbiologie, diese Schnittstelle zwischen Physik und Biologie. Aber du bist mir da jetzt voraus. Du hast das Buch dann geholt und sofort verschlungen. Ich bin noch nicht übers erste Kapitel hinaus, weil das ist wirklich ein Buch da. Also bei mir persönlich ist es dann so, kennst du vielleicht auch, dass ich dann so meine Schätze habe, wo ich mich so selbst weiterentwickeln will, wo ich mein eigenes persönliches Quest verfolge, die Welt und die ganz großen Zusammenhänge zu verstehen. Aber dann kommen halt dann auch so akute Sachen, wo ich dann wirklich Bücher lese, wo ich dann akut mich dann Hilfe brauche, also gerade wenn dann ich Ideen für Klienten brauche, wo man dann eher praktische Bücher dann doch liest, um da ein akutes Problem zu lösen. Sowas steht dann immer im Vordergrund und sowas ist dann immer so ein sowas Besonderes dann für die besonderen Momente, wo man dann auch wieder genug Hirnschmalz und Muße braucht. dann auch sich zu verinnerlichen. Erzähl gerne ruhig mal. Also mich hat das Buch richtig gepackt. Weil es mir einfach, ich habe Physik studiert, das ist ja schon 40 Jahre her. Und seitdem ist ja ganz viel auch in der Forschung passiert, von dem ich ja auch nicht mehr so viel mitgekriegt habe. Und dieses Anwendungsfeld, jetzt zu schauen, wo die Biologie tatsächlich Quantenprozesse am Laufen hat und entscheidend auch ausnutzt, das hat mir so ein paar Kronleuchter aufgesteckt, ne?
Also da geht's um Effekte wie dieses Phänomen der Zugvögel, wie die sich orientieren. Ja, das hatten wir sogar noch im Studium, ja. Ja, und auch der Prozess des Riechens, wie wir so feine Nuancen riechen können. Ich habe in der Schule gelernt, das wäre so dieses Schlüssel- und Schlossprinzip, das Molekül hätte eine bestimmte Form und wir hätten Rezeptoren, wo das genau reinpasst und dann würde eben Bingo dieser Geruch wahrgenommen. Die haben festgestellt, das kann überhaupt nicht sein, denn es gibt so viele verschiedene Gerüche, so viele Rezeptoren können wir gar nicht bereithalten. Und es ist tatsächlich ein ziemlich ausgebuffter Quanteneffekt, der uns möglich macht. Also die Rezeptoren, die wir in der Nase haben oder hinterm Gaumen, die nutzen Quantentunneln aus, was durch die Anwesenheit eines solchen Geruchsmoleküls nur möglich wird. Und dann wird dadurch ein Nervensignal kreiert. Also der absolute Wahnsinn. Und ich bin einfach glücklich, dass man also, das ist uns wirklich was Falsches erzählt worden in der Schule und inzwischen weiß man es besser. Ja, also das ist, ich habe manchmal das Gefühl, je mehr man lernt, je mehr man versteht, desto mehr Fragen tun sich dann nur wieder auf. Ja. Und es wird alles immer, ja, es geht alles einfach nur, man kommt gar nicht unbedingt weiter mit dem Wissen, sondern einfach mehr in die Tiefe, oder? Ja. Und was dann auch halt sich daraus wieder für neue Möglichkeiten ergeben oder dann auch gewisse Dinge zu hinterfragen, die man auch, weil auch das Feld der Ernährung wieder so versucht, dann in so einfache Schubladen, Schablonen zu pressen. Aber ja. Biologie ist immer, immer komplexer als das und immer noch komplexer, als man denkt. Und dann ist auch immer das Problem, wie kann man es dann noch so erklären, dass es jetzt nicht so ewig dauert, das zu erklären und noch verständlich ist, aber eben auch nicht falsch wird. Ja. Also das sind auch, das Buch habe ich jetzt, du hast es ja gezeigt, ich habe es ja nicht hier. Das sind auch zwei Autoren, die das Buch geschrieben haben, nämlich ein Biologe und ein Physiker zusammen. Ja, da gibt es auch ein sehr gutes Video, ein sehr schön gemachtes Video auf YouTube. Das kann ich auch mal einfach hier unter dem Gespräch verlinken. Das also sehr, sehr anschaulich, sehr sympathisch auch Sachverhalte erklärt. Ja, und ist großartig geschrieben, das Buch. Ne? Also auch wirklich, wirklich sehr tolle Metaphern auch verwendet und tolle Bilder, um das Ganze so anschaulich wie irgend möglich zu machen. Ja, also ich hatte auch, deswegen, als ich das Video gesehen habe, habe ich auch gedacht, oh, die können wirklich toll erklären und das macht bestimmt auch Spaß, das zu lesen, sehr, sehr anschaulich. Kann ich voll bestätigen.